Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs und zwar Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen ein Wochenende wo verbringen? In Dömitz. Und wann gibt es weitere Informationen? Na, immer nach dem Intro. So sieht's doch aus. Nach den ganzen vielen Messezeug haben wir einfach mal gedacht, wir wollen mal wieder ein bisschen entspannen, wollen auch ausruhen, wollen schlafen, also richtig ausschlafen. Und da hoffen wir ganz einfach in Dömitz einen Platz zu kriegen. 17 Uhr, 1 sollen wir ankommen. Es wird interessant werden, ob wir einen Platz kriegen oder nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. Ja, waren gerade noch zweimal einkaufen. Was ich mir gekauft habe, das sage ich euch gleich. Und jetzt würden wir sagen, genießt noch ein paar Bilder von der Strecke nach Dömitz und dann melden wir uns, wenn wir einen Platz gefunden haben, oder? Genauso machen wir das. Der Plan ist aufgegangen. Wir sind wieder hier am Dömitzer Hafen, direkt an der Elde. Wir würden euch ja Bilder jetzt zeigen, aber es ist extrem windig draußen. Das für euch gleich von vornherein weg. Wir sind ja unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern in Dömitz. Das wird jetzt ein herbstliches Video, weil wir haben ein sehr herbstliches Wetter erwischt. Aber ich finde, das gehört zum Campen einfach dazu. Ja klar, alles gut. Immer nur Sonnenschein, das geht halt nicht. Mal sehen, ob wir wegfliegen. Gucken wir mal. Das schauen wir mal. Wir bezahlen für 2 Nächte 19 Euro. Das ist aber ein Spezialpreis gerade. Ja, ist so ein Aktionspreis stand da. Also genau. Normalerweise ist es mehr. Ist weitaus teurer, bis zu 27 Euro in der Hauptsaison. Ja. Das ist natürlich ein Brett, muss man ehrlich sagen. Aber wenn das noch so ist wie vor 2 Jahren, ist eine Poolbenutzung mit dabei. Also genau, man hat hier natürlich auch Toiletten und so weiter. Man hat auch Duschen sogar, also die man hier benutzen kann. Die haben wir mal ausprobiert, weil als wir noch mit dem Bulli unterwegs waren, waren gut. Genau. Waren sauber, waren auch modern, das war alles okay. Fair- und Entsorgung gibt es auf jeden Fall Platz. Und man muss dazu sagen, in den 19 Euro pro Nacht ist jetzt Strom inklusive. Genau, also das ist eine Flat drin sozusagen. Also kannst halt so viel Strom nehmen, wie du willst. Deshalb haben wir tatsächlich, obwohl wir Solar an Bord haben, haben wir gesagt, wir stecken den Ding an, weil wenn wir es schon bezahlen, dann nutzen wir es natürlich. Naja, natürlich, auch. Klar. So, dann habe ich ja gesagt, wir waren noch wo unterwegs, ne? Wir sind ja über Wolfsburg gefahren und wenn wir über Wolfsburg fahren, kommen wir immer in Salzwedel vorbei. Das heißt, ich kaufe mir natürlich wunderbare, leckere Baumkuchenspitzen. Und ich komme näher. Zu vergessen den Baumkuchen. Den selbst. Baumkuchen. Nicht ganz günstig und ich sehe gerade, ich habe nur bis zum 27.09. Zeit. Eigentlich wären die schon weg gewesen. Naja, das reicht ja noch 10 Tage. Normalerweise esse ich das so an einer so einer Fahrt, aber ich hatte noch einen Baumkuchenriegel und deshalb habe ich jetzt gesagt, nee, spare ich mir auf. Ja, wir essen jetzt Würstchen. Wir essen jetzt Würstchen und dann drehen wir ein anderes Video, was ihr schon vielleicht gesehen habt. Mhm. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Wir wollen mit den E-Rollern auch ein bisschen unterwegs sein. Wenn das Wetter passt, dann versuchen wir in diesem Urlaub und also in diesem Wochenende. Mhm. Ja, und dann sehen wir mal, was kann man machen im Herbst hier an der wunderschönen Elde/Elbe. 20 Uhr haben wir es. Viertel nach. Primetime. Wir haben ein Video gerade fertig gedreht, haben wir jetzt geschnitten und weil draußen so windig ist und regnet und auch dunkel, werden wir euch jetzt natürlich noch nicht viel zeigen können. Das versuchen wir natürlich morgen. Wir drücken uns selbst die Daumen, dass alles so klappt, wie es soll. Haben auf jeden Fall absoluten Serientipp für euch, obwohl es ganz gemein ist. Es ist gerade mal die vierte Folge raus. Wir
gucken nämlich auf jeden Fall die Ringe der Macht auf Amazon Prime. Keine Werbung, weil wir bezahlen dafür. Es ist richtig cool gemacht. Also da freuen wir uns schon drauf. Auf nächste Woche Freitag gibt es die nächste Folge. Ja, und wir werden jetzt wahrscheinlich 911 Lone Star gucken. Ist auch noch eine Serie. Das haben wir auch nochmal angefangen, genau. Genau, das haben wir jetzt angefangen. Ja, wir gucken ja immer so ein paar Serien, machen, wenn man so will, Iris und Uwe Nacht. Die würden wir natürlich jetzt auch gucken, wenn jetzt aktuell eine neue Folge aus Tschechien wäre, aber das ist gerade nicht. Alternativ ab und zu gucken wir natürlich jetzt gerade solche zwei Norweger. Ja, genau. Die, wenn sie nicht sich gerade auf einer Fähre hinpacken, wie immer er das geschafft hat, ich verstehe es bis heute noch nicht. Auf jeden Fall Uzi und Helle. Genau. Liebe Grüße an der Stelle. Also werden wir wahrscheinlich auch gucken. Das machen wir nämlich jetzt alles und natürlich noch viele, viele mehr, die wir jetzt alle nicht erwähnt haben, weil wir sind ja doch schon am Spannern, müssen wir ehrlich sagen. Ja. Auch gewisse Rentner, die mit ihren Roadcar umherfahren. Mhm. Auch die. Ihr wisst genau, dass ich euch meine. Und wir, liebe Grüße an alle und alle, die wir nicht kennen, die ihr vielleicht nicht kennt. Wir schauen sehr viel, man glaubt das gar nicht. Das machen wir nämlich jetzt, da gehen wir nicht ins Bett, weil bei dem Wetter, wie gesagt, können wir nichts machen. Ist gemütlicher. Bisschen noch schnippeln, schnappeln und dann sehen wir uns morgen früh zum Frühstück wieder, oder? Ja, ich habe dann morgen früh sicherlich Hunger. Wieso, hast du jetzt keinen Hunger mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Ich könnte noch so eine Baumkuchenspitze essen. Ja, ja, du und dein Baumkuchen. Naja, ich gönn's dir. Was für ein Kuchen? Baumkuchen. Hast du nicht gerade was anderes gesagt? Nein. Hat sich so angehört. Bis morgen. Mahlzeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 8:30 und draußen ist immer noch sehr, sehr windig. Aber dafür wenigstens kein Regen immerhin. Genau, gerade kein Regen kommt nachher nochmal wieder. Wir werden... wahrscheinlich Drohne eher nicht hochjagen. Ich würde sagen, die Böen sind zu stark. Dafür habe ich halt eine kleine Drohne, die kann das nicht so. Und die wollen wir noch ein bisschen behalten. Ne? Genau. Wenn wir sie nicht behalten wollen würden, wäre es egal gewesen. Aber die wollen wir noch ein bisschen behalten, weil genau. Er kriegt noch keine neue. Ist noch nicht so. Ja, hoch. Ist ja nicht so schlimm. Und aber wir können trotzdem, je nachdem, an welcher Position wir sind, können wir gute Fotos machen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das heißt, es wird viele Innenaufnahmen geben, kaum Außenaufnahmen, weil das ist einfach windig. Naja, wir werden halt Fotos nur machen, genau. Genau, aber werden euch berichten. Wir werden euch berichten und werden euch dann zu den Fotos auf jeden Fall was erzählen. Jetzt gibt's Frühstück, da liegt das Ei schon, hier ist ja alles ganz fertig. Den Gusen Speicherstadt Kaffee, Hamburger Hafen Kaffeemischung, mal was anderes. Normalerweise trinkt er ja. Keine Ahnung, oder? Ach, den habe ich im Edeka gefunden, ne? Im Finkenwerder. Genau, weil wir nicht drüber fahren wollten. Richtig. Aber wir werden noch mal nach Hamburg fahren, wenn wir in Hamburg sind. Braucht dann noch mal wieder Vorräte, weil der geht ja zur Neige. Ja, also, da ist nicht mehr viel drin. Ne? Da ist generell nicht viel drin. Ja, aber dahinter ist eigentlich noch mehr. Aber das verraten wir Ihnen jetzt nicht. So, wir werden jetzt frühstücken. Dann müssen wir nämlich bald fertig machen. Abwaschen werden wir wahrscheinlich erst heute Mittag. Damit genau, wir das gut. Regnet, ist es egal. Dann können wir das gute Wetter jetzt genießen. In diesem Sinne, Mahlzeit. So. Ihr seht, wir sind voll eingepackt. Wir machen uns jetzt fertig, wollen nämlich eine schöne Tour machen mit den Scootern, ein paar Bilder schießen von den Burg, was es hier gibt, von dem Markt etc. Und mal gucken, was wir euch noch so zeigen. Das heißt, jetzt gibt es viele bewegt und Bilder und da werden wir euch einiges zu erzählen. Und das seht ihr. Na ja. Ne, nicht nach dem Intro. Jetzt ich wollte sagen, jetzt hast du mich auch voll durcheinander gebracht. Jetzt seht ihr das. So long that I can barely breathe. In a sea of worry, waiting for a flurry. On water reaching for the sky. I thought that I could be without you. I thought I'd let you go and drop you. I thought that I could just pretend that I didn't miss you. But now it's plain for me to see. Hey, you're my only remedy. Won't you please come back to me? And I swear that I will never leave again. Hey, tell you what you mean to me. I was crazy to believe that I could live another day, making you my history. I'm begging of you, and I got
bug. That no matter what, you're gonna be alright. You've seen the bottom. The stars fell in the cotton. Now I'm just holding back my tears. I thought that I could be without you. I thought I'd let you go and drop you. I thought that I could just pretend that I didn't miss you. But now it's plain for me to see. Hey, you're my only remedy. But won't you please come back to me? And I swear that I will never leave again. Hey, tell you what you mean to me. I was crazy to believe that I could live another day. Alles hier improvisiert, weil wir unsere Kamera jetzt nicht mitgenommen hatten, weil wir unseren Rucksack vergessen haben und weil, so viel. Und gerade ist Windstille, deswegen nutzen wir die Zeit natürlich. Und nimm's einfach mal mit dem Handy auf. Also, falls die Qualität nicht so gut ist, wisst ihr schon was, ich muss in eine andere Kamera gucken. Ach, das ist ja toll. Wir sind gerade bei Kamele im Wendland vorbeigefahren. Gibt's bei Landvergnügen und man kann da wohl auch ohne Landvergnügen. Das haben wir uns jetzt in eine Karte eingesteckt. Das könnte uns interessieren. Dann könnten wir mal wieder hier auch da am Wochenende verbringen. Probieren wir bestimmt mal aus vielleicht. Ja. Also mal gucken. Mhm. Wetter haben wir wirklich Glück. Kann man nicht anders sagen. So haben wir uns aber auch das vorgestellt. Ja, genau. Jetzt und heute morgens noch das nutzen und dann, wenn es dann regnet, naja, dann halt ja, dann die nützlichen Dinge machen. Abwasch, kochen und so weiter. Ja, und Spiele spielen. Wir haben ein paar Spiele mitgebracht. Ja, wir werden jetzt hier noch in die Richtung Süden fahren. Ja. Und dann werden wir nachher gleich nochmal drehen und dann wollen wir euch ja noch ein bisschen was von Dömitz zeigen. Da fahren wir nämlich durch Dömitz umher. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me. Find it hard to not give in. Die Landstadt Dömitz liegt im Südwesten Mecklenburg-Vorpommern direkt an der Elbe und an der Elde, die gerne mal vergessen wird. Hat wunderschöne Fachwerkhäuser, hat einen wunderschönen Rathausplatz. Ihr könnt wunderbare, delikate Kettwurst essen, aber nur wenn Saison ist, das muss man dazu sagen. Ihr könnt durch die Altstadt durchfahren, habt dort auch einen wunderbaren DDR-Softeisladen. Die Eispiraten können wir euch sehr, sehr empfehlen und sonst sehr viele Möglichkeiten mit dem Rad oder mit dem E-Scooter zu fahren. Ihr habt Einkaufsmöglichkeiten, also Penny, Edeka, Aldi, alles am Start. Es gibt eine Tanke und richtig tolle Wege zu erkunden. Und wir empfehlen euch, kommt einfach mal nach Dömitz und am besten fahrt ihr genau dieselbe Strecke, die wir da fahren. Da sind wir wieder zurück. Es wird ganz schön windig draußen. Das ist jetzt für die nächsten 3 Stunden noch angesagt. Ja, du bist ein Sonnenschein. Du bist so. Ja, es ist mir zu hell. Ich kann nichts sehen. Du bist eine Kalkleiste. Auf jeden Fall, ja, eine tolle Tour haben wir gemacht. Haben euch das ja gezeigt. Schon ein Teil vom Elbe-Radweg. Ja, das ist wirklich sehr schön. Also lässt sich gut fahren.
Wir haben auch was neu gemacht, ne? Genau, was natürlich lustig ist, wir sagen hier unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und dann sind wir eigentlich die meiste Zeit dann doch Uppsala in Niedersachsen. Aber ja, das ist war spontan, ne? Also das ist aber das Schöne, was man hier einfach machen kann. Man kann, wenn man Glück hat, einfach ein Dreiländereck besuchen. Wir würden euch empfehlen, wenn ihr hier in Dömitz seid, gibt es zwei Stellplätze. Einmal den hier im Hafen und einen auf der anderen Seite direkt im Sporthafen. Den kennen wir leider nicht, können wir euch auch nichts zu sagen. Aber Wenn ihr von hier aus, und das würden wir euch empfehlen, fahrt von hier aus los, fahrt Richtung Süden. Immer den Elbradweg lang und dann kommt ihr irgendwann zu einer Fähre, das blenden wir euch ein, wie die Ding heißt. Und dann könnt ihr rübersetzen nach Niedersachsen und dann wieder zurück über die Elbbrücke. Und dann habt ihr circa 50 bis 60 Kilometer eine tolle Radtour hinter euch. Genau. Und wir empfehlen euch diese Richtung, weil ihr dann einfach sehen könnt, ob die Fähre fährt. Sonst müsst ihr den ganzen Weg wieder zurückfahren. Das ist auf jeden Fall weniger, weil diese Richtung Fähre ist natürlich weniger Kilometer. Hier müsst ihr dann noch erst in die Richtung fahren, also Richtung See und dann im Prinzip über die Brücke erst noch rüber. Genau. Also das ist ein bisschen mehr halt. Das muss man einfach wissen. Und auf der anderen Seite, wenn ein Schild steht oder wenn ihr in der Ferne ein Schild seht, wo steht Sackgasse, fahrt vorher runter, sonst habt ihr das Problem, dass auch einige Radfahrer ignoriert. Platten dann fehlen. Sonst richtig schön. Wir werden euch gleich, oder wir haben euch ja schon was über Dömitz erzählt. Jetzt gehen wir gleich nochmal ein paar Bilder, zeigen wir euch von der Festung, die es hier gibt. Die ist nämlich auch wunderschön. Ja. Und da werden wir euch jetzt ein paar Bilder einblenden und euch entsprechend was zu erzählen. Jetzt haben wir schon 2:30, haben einen Kuchen gegessen und haben Eis gegessen. Ja, Eispiraten Original DDR-Eis. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, bekloppt, fängt er jetzt schon mit dem Essen an? Oder wie jetzt? Ja, das braucht eine Weile. Dabei waren wir noch gar nicht so. Der redet schon wieder Sachen rein, die noch gar nicht von Bedeutung sind. Und wir haben lecker Kuchen, wie gesagt, gegessen, um halt unseren Mittag in dem Sinne zu machen. Und zum Abendessen gibt es heute mal etwas, ja, wir sind gespannt, was das wird. Das wird ein, weiß ich nicht, ein Stück Fleisch. Also sowas ähnliches wie ein Schweinebraten. Es wird ein Schweinebraten. Es wird ein Schweinebraten. Ich bin echt gespannt, was das wird, ob ich das überhaupt dann mag. Weil das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wirst du schon mögen. Eigentlich mag ich ja fast alles, was mein Mann so kocht. Also das muss er ja sagen. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, was das wird. Genug Gas haben wir hoffentlich hinten drin. Naja, genug, jede Menge. Dann ist gut. Ja, und was das wird, das seht ihr später. Wahrscheinlich gehen wir nochmal eine kleine Runde. Ja. Wenn das können wir jetzt überhaupt eine Runde gehen, wenn das in 2 Stunden köchelt? Ja, es kann ja nebenbei köcheln. Das kann nebenbei köcheln. Ja, stellen wir auf kleine Stufe und dann geht das ab. Ja, wir wollen nur einmal hier um Platz gehen, um euch nochmal was zu zeigen. Und ja, da sind wir mal gespannt. Und dann werden wir noch ein bisschen Partie Skippo spielen. Ne? Jo. Bald gibt es ein neues Spiel. Im nächsten Video kann ich schon mal teasern, kann ich schon mal spoilern, werden wir ein neues Spiel mit dabei haben. Ich bin auch gespannt. Hat nämlich meine Kollegin empfohlen. Die hat das schon gespielt. Soll wohl richtig lustig sein. Aber das werden wir noch nicht verraten, was es ist. Auf jeden Fall, nächste Woche spielen wir das. Ja, wir könnten jetzt 2 Stunden warten, bis dieses Ding da fertig ist. Aber ich glaube, das ist zu langweilig. Könnt ihr froh sein, dass der Akku das nicht aushalten kann. Dementsprechend, aber es riecht schon, ne? Es riecht richtig lecker. Also, es ist echt hammer. Ja. Also, ich könnte da jetzt reinbeißen, weil das sieht auch von oben jetzt schön aus. Aber es ist aber noch roh. Es ist schon ziemlich roh. Also, wir werden es mal immer wieder so weiter verfolgen. Aber jetzt Brot sitzt erstmal. Es wird erstmal scharf angebraten, ne? Richtig. 2 Stunden ist her.
was soll man sagen? Stefan hat schon mal Videos geschnitten, die innerhalb dieses Videos. Jetzt fühle ich mich langsam so wie bei, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt denn das komische? Ach Gott, nicht Star Wars, die verarschen davon. Weiß ich nicht. Mit Rod Helmchen auf jeden Fall. Egal. Weil dieses Film mit Film, also weil wir schneiden hier Filme für diesen Film gerade, sehr interessant. Ja, es waren die, die Szenen, die wir sozusagen vorhin erlebt haben, wo wir gesagt haben, wir blenden euch Bilder und bewegte Bilder ein. Mehr bewegte Bilder, muss ich dazu sagen. Ja, weil wir tausend bei dem Wind einfach nicht drehen können. Genau. Das Schlimme ist, mir fällt der Film nicht ein. Ist doch egal. Also wenn ihr wisst, von was ich rede, Rod Helmchen, ab in die Kommentare. Wahrscheinlich, wenn ich aufgehört habe, dann weiß ich es wieder. Ja, da drüben... Der brutzelt und brutzelt und brutzelt, beziehungsweise kocht und brät. Was ist das? Kochen, ne? Will ich das mal kochen? Ja, der Braten... Kocht. Naja, kochen, ja, brät, kocht, ja, wie auch immer, ja. Es zieht durch. Auf jeden Fall, 2 Stunden ist es her. Er gart, ich sag's mal so. Er riecht richtig lecker. Also man kriegt langsam Hunger, aber es dauert noch ein bisschen. Wir lassen den auch wirklich heute durchziehen. Ja, ich denke, das wird länger als 2 Stunden, weil ich möchte gerne, dass der schön zart wird. Also ja. Je länger, umso besser ist das. Wir natürlich. Können auch heute Abend erst entsprechend. Ja, aber essen. Man kriegt irgendwie auch Hunger, ich weiß. Ja, das ist ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ich habe zur Not eine Baumkuchenspitze, die ich essen kann. Ich weiß, dass wir noch Brot haben und da könnten wir uns auch noch eine Scheibe Brot vorher machen. Ja, aber wenn wir jetzt Brot essen... Können wir in 1,5 Stunden auch essen. Dann essen wir jetzt eine Scheibe Brot und dann spielen wir eine Partie Skibbo. Das machen wir. Genau, weil ein anderer Fernseher, das muss auch nicht sein. Nö. Bisschen Musik machen wir an. Und ihr erlebt dann das nächste Step, wenn wir dann wirklich diesen... Ich versuche den Zeitpunkt zu kriegen, wenn wir das den Braten so aufschneiden. Gucken, ob ich es nicht vergesse. Mal gucken. Ich würde mal sagen, auf geht's. Ich habe es schon aus dem Pott rausgenommen und ich muss sagen, es zerfällt schon so in seine Bestandteile. Also von daher... Ich glaube, das ist ziemlich zart. Ja, da muss ich sehr aufpassen. Ich glaube, es gibt eher Einzelteile. Dann ist es halt ein sehr tranchiertes Schweinchen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben jetzt insgesamt, obwohl ja, das... Also im Pott war es ungefähr 2,5. Bis 2-3 Viertelstunden. Also ist richtig gut geworden. Das müssen wir mal gucken, weil wir wollen ja 2 Tage davon essen. Weil wir sind auch fauler geworden. Warum sollen wir immer jeden Tag neu kochen, wenn wir doch einmal was richtig kochen können? Genau. Und dann den Rest so probieren können. Für euch schon mal, Stefan hat sich hier schon wieder, hat den armen Tieren das Essen weggemacht. Nein. Das da ist zwar auch das da, aber... ich muss es ja auch essen. Ja, aber das... muss man sich teilen. Nein, muss man nicht. Doch. Ja, Kartoffeln so. Köcheln noch. Unser Gemüse wird jetzt gleich nochmal mit ein bisschen Soße nachgemacht. Hast ja, du den Fond nehme ich jetzt hier noch raus. Ja, da muss er aufpassen. Dann sind noch Zwiebelstücken. Das darf da nicht mit rein. Magst du ja. nicht, ne? Und dann werden wir was essen, was Schönes gucken. Und momentan sieht es tatsächlich danach aus, dass erst um 21 Uhr Regen kommt. Das heißt, wenn alles gut geht, machen wir noch eine kleine Abendwanderung mit euch hier. Zeigen euch also Abendstimmung. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr die Zwiebeln nicht reinhaut, denn das meiste dann, geht nämlich schön daneben. Aber die Zwiebeln gehen alle ins Sieb. Ja, ist ja schon mal etwas. Guti, dann würde ich sagen... wir machen gleich ein Foto, zeigen wir euch und dann melden wir uns, wenn alles gut geht, von draußen wieder. Eigentlich wollten wir euch jetzt mitnehmen nach draußen, aber tja, hätten wir mal erst die Runde gegangen und dann abgewaschen, denn jetzt ist es pieselig, also es ist Nieselregen, ist jetzt nicht schlimm, aber ganz ehrlich, da haben wir jetzt gedacht, wir machen eine kleine Runde für uns noch. Ja, das auf jeden Fall. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir so ein paar Abendstimmungen einfangen können, aber naja, hat sich dann damit erledigt. Deswegen wollten wir nach dem Abwasch. Und es sah ja auch ganz gut aus, aber, ja, aber wie so sich das Wetter manchmal ändert. Genau, man muss 3 verschiedene Wetter-Apps machen, das muss man dann subtrahieren und eine Wurzel ziehen und dann weiß man, wie das Wetter ist. Ja, die eigene Meinung bilden dazu, genau. Und naja, dann ist das so für euch, wenn ihr meine Abendstimmung hier von Dömitz erleben wollt. Was müsst ihr machen? Herkommen. Ganz einfach. Dementsprechend sagen wir jetzt schon mal gute Nacht, weil wir werden danach noch
Filmchen auf jeden Fall gucken. Ja, genau. Oder eine Serie, wissen wir noch nicht. Hier ist nichts Spannendes mehr, sagen wir es mal so. Genau, das heißt, morgen früh nach dem Frühstück geht's weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben Sonntag den, keine Ahnung welchen haben wir eigentlich. Den 18. September. Wir haben es 10 nach 11. Wie wir ja gestern schon gesagt haben, wir melden uns nach dem Frühstück wieder. Wir haben auch schon abgewaschen und fertig gemacht. Abgewaschen haben wir schon. Wir haben den ersten Regenschauer schon hinter uns und jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Und jetzt ist der Plan, wir wollen jetzt hier fair und entsorgen. Da zeigen wir euch natürlich, wie das hier nochmal geht. Falls ihr das Video zum Stellplatz Dömitz noch nicht gesehen habt, das ist am Ende verlinkt. Gleich den Hinweis, Achtung, die Preise sind dann nicht mehr so ganz aktuell. Genau, aber die haben ja auch hier ein bisschen was noch nachgerüstet, also genau, das einen vernünftigen Abfluss für das Auto. Das muss man einfach dazu sagen. Aber wir haben es jetzt euch hier gesagt in diesem Video, das ist nicht aktuell. Ja, noch irgendwas Fazitmäßiges, sind wir noch nicht so weit? Nee, erstmal jetzt machen wir uns fertig und dann wollen wir rüber auf den Platz, wo wir gestern lang gefahren sind mit den Rollern. Richtig. In der Nähe von der Festung, da wollen wir uns hinstellen. Richtig. Weil wir nicht genau wissen, wann wir eigentlich hier runter müssen. Letztes Mal war es 14 Uhr, aber es fehlen keine. Die Informationen fehlen leider. So, und dann werden wir von dort aus noch eine Rollertour starten. Genau, da haben wir nämlich so ein tolles Heft, das haben wir schon mal gezeigt in einem der irgendwelchen Videos, und zwar offizielles Elbe Radweg Handbuch 2020. Ja, es ist ein bisschen älter, aber es ist sicherlich noch gültig. Es wird immer noch gültig sein. Die Orte gibt es tatsächlich immer noch. Keins abgesoffen. Nee, die Elbe war noch nicht so. Und neue Radwege sind sicherlich noch nicht erschlossen. Teilweise sind sie ja noch nicht mehr so erschlossen, die hier da sind. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir müssen aufpassen. Wir sind hier im Vierländereck. Es ist nicht so weit in die Richtung ist Brandenburg, auf der anderen Seite der Elbe, wenn man weiter südlich kommt, ist schon Sachsen-Anhalt. Also man ist hier im Vierländereck. Wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, ist einfach nur eine schöne elblische Gegend hier. So, und auf jeden Fall machen wir uns jetzt fertig und dann werden wir ein bisschen auf die Rollers noch fahren. Abmarsch! Angekommen an der Fähr- und Entsorgungsstation. Stimmt gar nicht, nur Entsorgungsstation. Versorgung ist da unten, fällt mir gerade ein. Wir sollten hier nichts versorgen, das Wasser wäre nicht so ganz pralle. Ja, geht aber ganz gut, muss man sagen. Das haben sie auch hier neu gemacht. Das war sonst immer, naja, so ein Gulliloch. Das haben sie schön, wie nennt man das, gepflastert, geteert, betoniert. Betoniert haben sie es gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir werden gleich über diese Brücke da fahren. Richtung, wie gesagt, Festung Dömitz, da haben wir euch aber schon Bilder gezeigt. Und ja, Wetter scheint jetzt noch mal ganz gut zu sein, noch mal so 2-3 Stündchen Sonnenschein, so dass wir dann auch in Ruhe noch zur Spaßkasse können und dann noch zum Eispirat, denn wir wollen ein bisschen Eis mitnehmen. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Auf jeden Fall gibt es das jetzt alles, diese ganze Rollertour, die seht ihr jetzt. Ein Satz mit X, wir blenden euch gerade mal ein Bild ein. Tja. Oh. Da kommt was uns entgegen. Also haben wir gesagt, Abbruch. Genau, schnell noch einen Unterstand gesucht. Ja, jetzt heißt es einfach abwarten, ob wir doch noch was fahren können oder ob wir im Endeffekt nur zurück zum Buggy fahren. Ja, es kommt jetzt drauf an. Also jetzt lassen wir erstmal hier, wir stehen in der Bushaltestelle und lassen erstmal das vorüberziehen und dann gucken wir mal. Genau, und wir hoffen, ihr konntet das hören, weil es wird ein Handy aufgenommen. Huch. Wir sind zurückgekehrt. Und es regnet immer mal wieder, also es hat heute keinen Sinn gemacht mehr auf die Scootertour zu machen. Ich glaube insgesamt haben wir jetzt 4 Kilometer oder so gemacht, nicht viel, aber es ist halt so, manchmal hat man auch Pech. Genau. Oder man hebt sich einfach Sachen auf fürs nächste Mal. Genau das werden wir nicht machen, wir werden ja irgendwann wieder hierher kommen. So, ja, September, weil wie gesagt in der Hauptsaison, das muss man nochmal sagen, kostet der Platz halt 27 Euro. Das ist es uns dann nicht wert. Also nee, wir haben ja nun letzte Woche ein Video gebracht wegen unserer Reiseverhalten, dass wir ein bisschen Geld sparen wollen. Es ist vorhin kein Campingplatz, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also auch wenn sie natürlich ein Pool und Duschen alles mit anbieten, das muss man dazu sagen. Ja. Aber trotz allem, nein, das ist nicht das Wirkliche, was wir haben wollen. Und dazu muss man dann sagen, auch die Nebensaison mit 25 Euro ist uns einfach, nein, würden wir nicht machen. Es gibt noch einen zweiten Platz genau gegenüber, der kostet wohl 20 Euro. Den würden wir dann nehmen. Vielleicht testen wir den einfach mal aus. Und ja, September, wenn es vielleicht ein bisschen besseres Wetter ist oder wenigstens
Obwohl, wenn so ein Wetter angesagt ist bis jetzt, dann wissen wir ja, wir fahren mal halt einfach mal in die andere Richtung, weil wir wollen noch ein bisschen was hier erleben. Ja. Dann gäbe es aber keinen Reisevlog. Vielleicht gibt es aber bald wieder einen Reisevlog unterwegs in Niedersachsen. Gucken wir mal, wie es nächstes Wochenende aussieht. Genau, wir machen jetzt eine Kuchenzeit, hier den restlichen Kuchen von Stefan. Ich habe ja meine Baumkuchenspitze. Und dann wollen wir natürlich noch zum Eispirat. Du willst noch dein Eis kriegen, genau. Genau, die Truhe ist schon an, die ist schon in der Gefrierzone. Genau. Und ja, bevor wir jetzt uns lang dusselig reden, essen wir jetzt einen Kuchen, dann holen wir ein Eis und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. So, unser eigentliches Grund, warum wir nach Dömitz gefahren sind, haben wir hier auf der Hand und ist in der Truhe reingegangen. Darf man gar nicht erzählen, was wir dafür bezahlen. Immer. Boah. Ja, ich sag's euch. Also es wird immer alles teurer, ne? Ja, aber gut. Aber so ist es. Ja, irgendwann hört's dann auf. Irgendwann kann man es nicht mehr machen. Wie gesagt, gestern hätten wir auch gerne eine Kettwurst hier gegessen. Aber die sind schon in der Winterpause. Genau. Da ist die Saison vorbei. Aber Eis haben wir noch bekommen. Mhm. Wir werden das jetzt noch lecker schnabulieren. Plan war eigentlich so eine Abschieds-Fahrszene noch mitzumachen, aber aufgrund des Regens macht es keinen Sinn. Deshalb gibt es einfach noch ein paar abschließende Impressionen von dem ganzen Reisevlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommt gerne nach Dömitz, schaut euch das hier an. Mit dem Rad lohnt sich auf jeden Fall oder mit dem E-Scooter. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zu Fuß, ja, wenn man gerne spazieren geht, ist es auch was. Aber ich glaube, so ist eine tolle Radgegend, das muss man einfach sagen. Die Radwege sind halt super ausgebaut und werden auch immer weiter ausgebaut. Das muss man auch sagen, die tun hier was für ihre Leute. Genau. Und bevor unser Eis schmilzt, wünschen wir euch eine gute Zeit. Kommt gut voran. Nächste Woche, wenn alles gut geht, gibt es schon wieder ein nächstes Video, nächsten Reisevlog. Aber da müssen wir uns selber erstmal rüberlaschen lassen. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Somehow I just never